Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Kollegen, liebe Kollegen von der Union, und wieder stehen wir heute hier und wieder diskutieren wir über einen Ihrer Anträge, bei denen man sich fragen muss, warum Sie das nicht schon in Ihrer Regierungszeit die letzten 16 Jahre gemacht haben. Ja, ich weiß, Sie können es nicht mehr hören, aber Sie werden es sich immer wieder anhören müssen. Gestern habe ich es Ihnen schon gesagt, Herr Spahn hat gestern erwidert, es habe ja an der SPD gelegen. Umso lustiger ist es heute, dass die SPD Ihnen dieselben Vorhalte macht, die Sie der SPD machen. Ja, da frage ich mich, wer hat denn zusammen reagiert? Herr Altmaier im CDU-Ministerium, Herr Scholz das Finanzministerium, und jetzt schieben Sie sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Ich glaube, die Politik, die Sie beide zusammen zu verantworten haben, war schlechte Politik, und das muss hier heute mal deutlich ausgesprochen werden. Und wenn Sie, liebe CDU, tatsächlich vernünftige Politik machen wollen, und Ihr Antrag von gestern und auch der Antrag von heute, die sind ja im Grunde genommen gar nicht schlecht, dann frage ich mich, warum gieren Sie denn immer wieder hin zum politisch linken Spektrum? Warum schauen Sie denn nicht mal auf die marktwirtschaftliche Seite? Denn das, was Sie hier heute fordern, Herr Lindemann, Verlustverrechnung, Sie haben es angesprochen, das haben wir die gesamte letzte Legislatur gefordert. Also orientieren Sie sich lieber zum marktliberalen, zum marktwirtschaftlichen Spektrum hier im Bundestag und nicht immer nach links. Aber kurz auch vielleicht noch zum Antrag. Ich habe ja leider nur 3 Minuten. In dem Ziel, was dieser Antrag verfolgt, sind wir ja uns einig. Der stationäre Einzelhandel ist natürlich mehr als Handel, weil er eben die Innenstädte auch gesellschaftlich und kulturell prägt. Das besondere Interesse an einem florierenden Einzelhandel ist also tatsächlich mehr als Wirtschaftspolitik. Der dramatische Verlust an Marktteilen gegenüber dem Onlinehandel ist aber zu einem großen Teil eben auch hausgemacht, eben durch die eben angesprochene Politik. Die steuerliche Benachteiligung schreit doch zum Himmel. Amazon zahlt in Deutschland keinen Cent Steuern. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass gegenüber einem kleinen Fachgeschäftbetreiber in Deutschland ohne Steuerberater faktisch derjenige nicht existieren kann? Amazon, liebe Kollegen, ist doch nicht gestern erst vom Himmel gefallen. Und auch Ihre Forderung nach einem bürokratischen Beratungsmoratorium mutet schon fast komisch an. Waren es doch die Regierungen unter Unionsführung, die Milliarden Euro zusätzlicher Bürokratiekosten dem Handel in dem letzten Jahrzehnt aufgebürdet haben? Der Onlinehandel will und soll nicht wieder sterben. Für viele Menschen, gerade im ländlichen Raum, ist er eben die Rettung. Der stationäre Handel muss nur die gleichen Chancen bekommen, und gute unternehmerische Ideen dazu gibt es genug. Vielen Dank. Caroline Otte, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin.